Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind wieder bei Frontschweine. Wir Hi. spielen jetzt die nächste Karte. Wir kommen zu Skullduggery. Genau das. Exakt. Und ja, Ah, wir haben okay. hier wieder die Sauerkrauts mit Lederhos, Wolfi, Schwein. Schwein auch sehr innovativer Name. Herr Wild soll Harald heißen, wette ich. Ja, ist Und gut möglich, Hermann. ja. Okay. Mach mal weiter. Next Player. Bist du jetzt? Ja, Reicht, oder? ist Passt. egal. So, nehmen wir die. Und die Tommy's Trotters. Bumm. Und jetzt diesmal spielen wir auch noch mit einem zweiten CPU-Gegner. Also wir beide und dann noch mal zwei Computergegner. Also was die PlayStation So. 1 alles leisten konnte. Ja. Aber es war auch wirklich ein krasses Game. Ja, eins der besten. Okay. Ladebildschirm. Also ich denke mal, wir gehen erstmal auf die Computergegner, oder? Das denke ich auch, ja. Weil ansonsten haben wir gar keine Chance. Die Karte ist schon mal anders. Was eine Überraschung. Ja, ich glaube, das war die ganz große. Hier auf der Karte seht Das ihr einen bist du. riesen. Okay. Auf der Karte seht ihr einen riesen Totenkreuz. Totenkopf. Totenkopf, ja. Oh, Nein! Wasser. Oh, das ist ja alles Wasser. Das ist ja schlimm. Bist es du? Nee, den kannst du gerne vernichten. Also ich muss auch gleich mal gucken, wie es denn bei mir überhaupt funktioniert, weil irgendwie ist bei mir Viereck und X vertauscht. Und ich glaube Kreis und Dreieck auch und irgendwie. Kugel. Ah, schade. Nein, nee, aber war ein guter Zug. Auf den Bahamas gibt es ja Schweine, die schwimmen, ne? Ja. War nur die eine Fernsehwerbung, wo das so ganz. Stimmt, stimmt, Oh, jetzt stimmt. rächt er sich. Na toll. Ui, 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 ui. Vor allem, du musst hoffen, dass er Oh. sich umdreht und zum richtigen Ja, Eck. du musst hoffen, dass die KI gut genug ist. Und wir müssen gucken, dass wir am Ende nicht quatschen, dass wir die Sprüche hören. Ah. Das haben wir die letzten Male nicht. Weil Sprüche sind das Beste am Spiel. So. Ja, guck mal, die sind da auf ihrer eigenen Insel. Oh, sehr gut. Echt gut, ja. Dann gehe ich mal gleich auf die Asiaten hier. Also es ist ein Spiel mit sehr viel schwarzem Humor, das oder es behandelt quasi, ja, wir lassen es mal so stehen. So. Oh, da ist Genau. aber Bei mir ist große nämlich Kreis Sprünge. und X getauscht. Ah, okay. Dann nehmen wir einfach mal die Bazooka. Muss ich mit Viereck auswählen aus irgendeinem Grund? Viereck gedrückt halten Das und. ist soweit. Meinst du? Ey, immer. Ja, Es wäre fast. fast ein guter Zug gewesen. Ja. Jetzt bin ich okay. So, und jetzt gucken wir mal auf Kreis und Die jetzt Zinsel. erschießen. Nein. Ein Longshot wäre krass. Wäre krass. So, dann Flammenwerfer wird nichts. nehmen wir die Bazooka. Ich glaube, wir müssen da noch mehr mit dem Winkel arbeiten. Hä? X? Nein, zu kurz! Ja, wahrscheinlich. Hätte mich Okay. fast selbst weggesprengt. Bin wieder nicht ich. Die Spiegelung. Top. Ja, wir hatten es ja in dem letzten Game schon. Da meinte er ja, dass das Wasser bei dem PS1-Game immer so was Magisches hat. Hier, das ist doch, wie nennt man das? Raytracing, ne? Aus Ja, dem Wasser. stimmt. Okay. Ah, das war ich. Ja, das. Oh, ich hab's überlebt. Okay, Wolfie. Gut. Ja, ich bin auch auf meiner eigenen Insel hier. Du musst Oh, fast ins das war Wasser. knapp. Warte mal, welche Farbe hast. Ich glaube blau. Ich bin gerade schon. Ich bin gerade wirklich Lauf ins doch Wasser. nicht dahin! Ja, ich komme hier sonst nicht vorbei. Du bist blau, ja? Bin der So. Meinung, ja. Na, wenn du Dann kurz wartest, siehst du den Namen, ja, und dann kannst du. gehe ich mal wieder auf. Schießt du Oder? einfach irgendwas rüber. Ja, ich gehe auf. Viel Zeit hast du nicht. Stimmt. Ey, ja, Mann, das ist doof mit der Tastenbelegung. So. 7, Viereck. Und dann. Wie passe ich die Höhe an? 3, Komm. 2, Ah, fuck, Mann, das ist 1. Kacke. Ah. Ja.
Du hattest aber auch eine gewisse Gemütlichkeit. Ja, das stimmt, aber ich habe es halt auch mit der Tastenbelegung einfach nicht hinbekommen. So, wir nehmen mal den Sniper. Okay, da ist einer, ne? Oder sieht man einen? Nee. Aber da links war der. Das heißt, wir machen den und der da, ne? Ja, das ist der. Der hat auch gewunken. Der will die Kugel haben. So, jetzt probiere ich mal was aus. Mach mal. Ah ja, okay. Ah, X war's. Ja. Und. Bam. 40. Also so lange wie die Kugel geflogen ist, echt ein Wunder, dass die in der Luft geblieben ist. Vor allem, dass er nicht ausgewichen ist, er hat einfach zugeguckt. Oh. Was meine? Abraham. Was meine? Ja. Okay. Ich glaub schon. Also wenn du blau bist. Ja, du bist blau, oder? Ja. Ja. Ah, nicht gut. Kann das sein, dass die einen mehr haben und wir nicht? Nee. Oder? Nee. Gelb hat 4. Nein, 3. Waren da nicht eben 4? Nee. Ah, okay, jetzt zeigt er wieder. So. Ja. Ah, gut, ich habe jetzt auch die Sniper. Dann. Viereck muss ich auswählen. Ich weiß nicht, wie ich anvisiere. Ah, okay, so. Das funktioniert schon mal. Ja, ich weiß nicht, erhöhtes Schwierigkeitslevel. So. Je länger du wartest, desto. Viereck. Und. Ja, sehr gut. Da ja, müsste hin sein. Sehr gut. Haben wir geschafft. So, jetzt gucken wir mal. Zack, und. Kriegen wir jetzt die Pistole hin? Nee. Aber den. Doch. Geh mal auf den Neuner da. Vielleicht triffst du ja von hier mit der Pistole. Vielleicht hat die auch keinen Abfall. Also Abfall. So. Die Frage ist. Da welcher, ist er, ne? Ich weiß es nicht, welcher der Neuner ist. Aber es scheint sehr kompliziert zu sein. Oh! Ja, das ist der Neuner auf jeden Fall. Wenn du ihn triffst, dann. Hä? Die hat echt Abfall! Ja, oder du hast den Berg geschossen. Nee, die ist doch runtergefallen. Ja, das kann sein, ja. Krass. Also diese PlayStation 1 Spiele, Wahnsinn. Immer für eine Überraschung gut. Der macht aber auch Full Speed. Das ist jetzt der Gegner. Ah ja, der hat 9. Der. Also das hätte man verhindern können. Und er schießt gerade irgendwo hin. Oh nein. Auf was er auf der Karte eigentlich gar nicht sieht. Ach man. Ich hasse ihn. Sind die Sushi-Schweine, das bist du. Bin nee? Ich nicht. Okay. Ich blick null durch. Ja, das Dumme ist halt auch, der Computer ist so schlau, dass er weiß, wo das Wasser endet. Ja. Das wissen wir halt nicht. Ah, nein. Das war's. Mhm. Nee. Oh. Ja, locker. Ja, die Karte hat halt auch was Besonderes, ne? Also, okay. Du musst was. So. ja, ich weiß, ich kann nochmal probieren mit dem Winkel anpassen. Ah ja, genau. So, wie sehe ich? Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Oder ich gehe auf die Sushi-Schweine. Ja. Dann machen wir es so. Und. Da brauchst du ja bloß einmal rauf tun. Genau. So, der Winkel könnte was werden. Das ist der Morser, das heißt, der schießt eine große hoch und dann kommen 3 raus. Und du kannst nur über den Regler einstellen, wie weit es fliegt. Ja. Und das war nicht weit genug. Gar nichts geworden. Also, Winkelanpassung müssen wir noch ein bisschen üben. So, jetzt gucke ich mal. Ich nehme. Auf jeden Fall musst du die Grünen jetzt rausnehmen. Oder ein. Gut, ist jetzt egal welcher. Den sollte ich treffen. Ja, auf jeden Fall. Nur ein Kratzer. Okay. Ah, fall runter.
Ich glaube, teilweise ist der CPU auch ins Wasser gefahren. Echt? Also ich kann es mir nicht vorstellen. Nee, ich mir gerade auch nicht. Oh, der sieht sehr gut aus, der Schuss. Ja, vor allem gehen die auf sich auch... Ah. Also das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen doof. Ah, wenn die auf uns gehen, treffen die jeden Schuss. Und wenn die sich gegenseitig abschießen, nicht. Stimmt, ja. Ich sehe da irgendwie... Das ist irgendwie ein bisschen... Mörser, aber auf das die richtige Person. Das sieht echt gut aus. Ja, der geht auch auf den Grünen. Das klingt gut, ja. Oh, da hast du aber auch ein schweres... Krass, das war echt so. Ja. Okay. Achso, ich dachte, das warst du. Nee. So nah komme ich da nicht ran. Ich wollte gerade sagen, den Schuss hast du ja mega gemacht. So. Vor allem ohne zu gucken, wohin der schießt. Ja, gut. Ach so, theoretisch könnte ich es auch mal mit Gas probieren. Ja, wenn du triffst. Dann muss oder ich den mal, Granaten-Launch. Da würde ich nicht drauf tun. So. Wenn du jetzt feuern drückst, dann setzt er aus. Ja? Ja. Das wollen wir ja nicht. Und. Linke anpassen. Bald. Ja. Wir werden einfach mal voll durch. Ich glaube, der kommt noch runter. Ja, aber. Okay. Naja. Du hast den Winkel angepasst. Ja, leider. So. Dann nehmen wir jetzt die... Ah, verschenktes Potenzial. Ich hätte einfach die Sniper benutzen sollen. Ah, nee, der fällt ja ab, ne? Wahrscheinlich. Das heißt, wir nehmen den Morser. Ah, den kann ich nicht weiter runterstellen, ne? Oder wie war das nochmal? Hoch muss ich ihn stellen. Nee. Doch hoch, damit der dann kürzer kommt. Aber wie? Mit ja. R1. Bin ich gerade. Ah, okay. So, und? Ich hasse das. Okay, 9 Sekunden noch, schnell. Und drück. Ja, perfekt. Wenn der jetzt geht. Oh. Und? Ah, die hätten noch weiter. Was ist das für eine Physik? Falsche Richtung, ja. Monty. Die schlagen so auf und fliegen zurück. Ja, Monty hat aber auch ein bisschen irgendwie kein leichtes Leben. Er steht allein auf seiner Insel, kommt nicht weg. Aber ist auch noch nicht tot. Krass. Im Gegensatz zu mir. Aber er hat nur einmal getroffen. Okay. Das war mein Bester. Ja. Ich würde sagen, wir haben noch einen langen Weg vor uns, bis wir Pro werden. Ja. Oh, Sniper. Okay, dann ist Monty jetzt schon mal wenigstens raus. Ja. Sehr gut. Irgendwie... Ja. Einfach ein gezielter Schuss in die Gelben da rein und die fliegen alle ins Wasser. Ja. Machen wir jetzt, oder? Ja. So. Flammenwerfer. Sieht sogar eigentlich ganz gut aus. Warte mal, ich muss... Nee, wird nichts. Du musst einmal quer über die Karte. Genau. Das ist jetzt so, dass er vielleicht ein Viertel fliegt. Viel zu... Ich weiß nicht, wie ich sonst... Viel zu hoch, der Winkel. Das ist wieder so. Ich weiß nicht, wie ich den zurückstelle. Ich kann den nicht zurückstellen. Probier mal andere Tasten aus. Gibt ja nur eine, die schießt. Wenn nicht, nimm die Bazooka schnell. Ich habe keine Bazooka, aber ich kann nochmal... Du hast doch Bazooka da unten. Oh, warte, nee. Komm. So. Ja, schieß. Boah, aber auf den letzten Drücker. Naja, gut, 2,5 Sekunden. Ja. Es war wahrscheinlich wirklich der Anfangswinkel, der perfekte. So, welchen muss ich jetzt ausschalten? Den da. Nee, ist deiner, okay. So, dann gucken wir mal. Du musst jetzt im klassischen Across the Map machen. Können wir den so weit? Wir probieren's. Okay, nicht so. Freudensprung. Oh, diese Steuerung. Zack, und... Oh. Ja, es gibt hier technische Schwierigkeiten. Mit X. Und drück X! Ja, perfekt! Das war ja ein richtig geiler Trickshot. Ich weiß. Es hat die ganze Zeit mit dir geschlummert, ne? Ja.
Ich tue eigentlich nur so, als spiele ich so schlecht, damit ich das ein bisschen so die Spannung einfach nach oben... Das Geheimnis, was er nicht erzählen will, er hat das hier jetzt die letzten drei Nächte durchgespielt. Zweimal. Okay, ich glaube, das war's mit mir. Ah, nee, doch nicht. Ja, super. Du musst dich auch irgendwie so hinstellen, dass du nicht direkt treffbar bist. Genau. Weil du packst dich immer genau ins offene Feld. Ja, aber ich glaube, der Computer kriegt es wieder so. Nee. So. Auf ein letztes. Komm. So, oder? Könnte, ja. Na, noch ein bisschen? Nee, jetzt ist scheiße. Jetzt ist scheiße, okay. Ja. Kannst du was drücken? Nee. Aber? Ja. Mann, das war der hätte alle drei treffen können und dann ins Wasser. Aber nein. Das macht er einfach nicht. So, jetzt nehmen wir den auch. Warte mal, die sind... Wo sind sie? Da ist einer? Da sind beide. Da sind alle. Okay. Okay. Und die Position könnte gut sein, ne? Ist vielleicht ein bisschen zu... Ich glaube, du musst noch über den einen Berg rüber, oder? Weiß nicht. Nee, eigentlich nicht. For Uncle Freakin' Sam! ähnlich, ja. Ah. Aber die sind alle nicht so schlecht, also ist nicht ganz, ganz weit weg. Ja. Aber gut. Es muss echt besser werden. Beim fünften Versuch, ja. Ich sag ja, der trifft ja immer. Aber du standst da auch wieder. Ja, aber so, hätte ich mich hinter den Berg gestellt, hätte ich ja selbst nichts getroffen. Ja doch, du hast ja einen Morse. Okay, das war's mit mir. So, okay. Wie war jetzt auswählen nochmal? Achso, Kreis. Ich muss mich vorher bewegen. Nimm die Sniper. Aber nicht deinen. Sehe ich den überhaupt? Nee. Fliegt da so eine kleine Fliege? Hast du das gesehen gerade? Nee. Ah, vielleicht waren es die Schuhe. Nee, hier. Ah, das... ja, so Schmetterlinge, oder? Ja, aber siehst du? Ah, da. Da ist doch einer, ne? Ja. Aber sehr gewagt. Das ist wirklich sehr gewagt. Aber sie fällt nicht ab. Aber sie trifft auch nicht. Nee, sie ist eher hochgeflogen. Ja, nee, ich habe ja leider drüber gezielt. Vor allem, der hat noch drei, ne? Jetzt denkt er sich auch so. Was mache ich denn jetzt? Okay, Granatenlauncher. Wie, der trifft jetzt einfach. Jo! Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay. Bin ich mal gespannt, was du jetzt machst. So, wir versuchen es noch einmal. So, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich habe keine guten Morserschlüsse bisher gelandet. You got this coming. Ja. Oh, so. Nein, das ist doch so unfair. Pixel entfernt. Wetten wir, er macht jetzt einen Volltreffer. Natürlich. Einfach beide fliegen ins Wasser, obwohl sie nicht mal beieinander stehen. Okay, ist aber die Bazooka. Ja, aber, ja genau, für 40 getroffen. Aber du kein lebst. Schaden mehr am Wasser. Du lebst. Das ist ja immerhin etwas. Okay. Ja, vielleicht nochmal. Wie weit hat er. Ah, jetzt habe ich nicht hingeguckt. Wie weit hat er das gedrückt? Ja, theoretisch kannst du dann ja immer noch X drücken, wenn es irgendwann runterkommt. Super. Das springt übers Wasser. Echt? Glaube ich. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist gerade übers Wasser gesprungen. Ja, vielleicht beim harten Aufknallen. Ist immer noch PlayStation 1. Naja, aber ich hatte ja auch die eine Rakete, die da einfach mal ins Wasser geditscht ist. Letzte Folge, ne? Mhm. Ah, okay. So. Rennen!
Sache ist, er bräuchte so echt bloß hinter mich treffen, aber... Zack und... Also wenn du jetzt wirklich den Schuss landest, das wäre... Du schießt doch gegen die Wand, oder? Nein! Ne. Ich dachte jetzt auch, er schießt gegen die Wand. Eigentlich hätten die einen Funken abbekommen müssen. Ja. Und erblinden. Aber ich stehe jetzt gut hinterm Berg. Ich schau mal, ob das was bringt. Aber er bräuchte eigentlich bloß hinter mich. Und er zieht einfach voll durch. Ja, genau! Schöner Schuss, muss man ja sagen, aber... Ja, okay, you're winning, but you've been very lucky, haven't you? I don't think I should. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So, wir nehmen jetzt wieder den hier. Und jetzt alle drei auf einmal. Stell dir vor, es wäre Bowling. Da trifft man drei oder was? Naja, so, du hast jetzt noch den Spare. So, voll durchgezogen. Hä? Das war zu früh. Nee, sonst wäre er doch im Wasser gelandet. Nee, es war zu früh. Ich glaube, wir bleiben bei einem CPU. Nee, nächste Runde machen wir ohne CPU. Weil die sind viel zu überpowered. Das geht ja gar schon. Nicht. So. Ich gehe jetzt nämlich ein bisschen näher ran. Der Winkel war eigentlich perfekt. Jetzt habe ich mich wegbewegt. Vielleicht ein bisschen weiter nach links, dann triffst du an. Durchzug? Durchzug? Hä? Ja, du musst ihn nochmal aufkommen lassen. Ich glaube, wenn du drückst, dann ist das immer noch so in der Luft. Der heißt Rawfish. Ja, dieser schwarze Moor. Oh, nicht getroffen. Krass. So ein Stück weiter links. Ja. Ja. So, jetzt nehmen wir wieder das hier. Die Frau. Jetzt wieder voll durch. Und diesmal bisschen warten. Siehst du, genau das meine ich. Ja, hätte das, ich jetzt gedrückt. Ja, hätte es früher drücken müssen. Nee. Ja, meine ich ja. Ja, was macht er jetzt? Genau, geh hinter den Berg. Wir treffen uns so ja schon wirklich echt gut. Oh, Mann, Mann, Mann. Okay, er geht auf den Berg. Das ist eigentlich gar nicht mal so dämlich. Ah, okay. Das heißt. Ah, yes, sir. So, und jetzt muss er drauf landen. Oder? So, wenn ich den. Eigentlich bräuchte ich jetzt bloß den Regler. Du musst ein bisschen höher machen, ne? Wie verstelle ich den? R1. Ein Stück runter. Nee, R. Achso, nee. Höher, oder? Nee, er muss ja ein Stück weiter fliegen. Genau. Das ist ja wirklich unglaublich, was hier passiert. Ich muss ihn noch runterstellen? Nee, hoch, dann fliegt er weiter. Nee, bei Morser ist es doch auch anders. Ja, aber wir stellen hoch. Aber da ist die Flugkurve dann ja so, dass das... Ja, genau, und... Okay. Hast noch Leben. Toll, ich war gerade beim Ausfummeln, wie der Winkel ist. Scheiße. Gibt's jetzt einen verzweifelten Sniper-Schuss? Ja! Immer beim Drehen. Das war nämlich mein Problem vorhin. Ich bin nicht am Berg vorbeigekommen. Ja, der Berg ist der Endboss. Ja. Ja, für uns ist ja alles in dem Spiel irgendwie der Endboss. Nein, das kann doch echt nicht sein. So, wo ist er? Weiter links. Ja, ja, da. Aber jetzt ist er wieder zu kurz. Eigentlich wäre jetzt genau die Länge, die du davor hattest. Okay. This activity is a good idea during this particular arrangement of the cosmos. Was? Ich hab's nicht verstanden. Ja, okay. Er trifft auch wieder perfekt. Nächste Runde ohne CPU. Ja. Ich glaube, wir müssen zu zweit mal ein bisschen üben, damit wir die dann bezwingen können. Und die Kampagne müssen wir auch noch durchspielen. Ja. Wuhu, okay. Naja. So Leute, wir bedanken uns fürs Ansehen, auch wenn das wahrscheinlich echt peinlich war anzusehen. Ja. Du warst grau, du hast einen getötet. Ich habe
War ich blau oder grün? Blau. Blau, ja. Eingetötet. Super. Wir bedanken uns und bis zum nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, natürlich gerne Daumen nach oben und das war's. Tschüss.